Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen The Last of Us Part 2. Ja, ich glaube, das Spiel läuft wirklich darauf hinaus, dass wir und Abby hier wahrscheinlich retten werden und dann Freunde werden und uns dann aus dem Weg gehen werden und. Warum ich das glaube, weiß ich nicht. Vielleicht ist es für mich einfach ein schöner Abschluss. Oder wäre es ein schöner Abschluss, auch wenn Joel dadurch nicht gerecht wird. Aber machen wir uns nichts vor, Joel hätte das auch nicht mal gewollt. Dass Ellie jetzt hier durch die Gegend läuft und sich hier andauernd in neue Gefahren begibt. Hätte Joel nicht gewollt, bin ich mir sicher. So. Ich glaube wirklich, dass wir uns bis zu Abby durchkämpfen werden. Und dann wird Ellie wahrscheinlich Mitleid haben oder sowas. Sie befreien und dann gehen beide ihren Weg. Und dann ist gut. Also ist jetzt meine Theorie. Ich habe jetzt nichts gelesen darüber oder so, aber so könnte ich mir das eigentlich gut vorstellen, dass es so kommt. So eine große Schublade und da ist nichts drin. Also, Klappe. Und da ist nichts drin. Ich finde auf jeden Fall ordentlich Muni. Oh ja, Paradies. Dir. Zum Teufel kamen die denn her? Ja, von oben, ich weiß, aber warum? Oder waren die hier oben einfach noch? Jenny, ich schicke euch etwas Fleisch, Grapefruit und Kartoffeln, die ich gerade bekommen habe. Sie waren beeindruckt davon, wie viel Streuner ich geschnappt habe und sie wollten mich belohnen. Wir haben die beste Ernte, seit wir uns hier niedergelassen haben. Bitte sorgt dafür, dass meine Mutter die fettigen Stücke bekommt. Sie hat neulich viel zu dünn ausgesehen. Pat. Paradies, wie viel Munition wir hier finden. Können wir vielleicht ein paar Mollo machen? Jetzt fühle ich mich wieder besser. Thank you.
So, von hier sind wir gekommen, oder? Scheiße, was ist hier los? Wir werden angegriffen! Los, gehen wir! Scheiße. So machen, oder? Kleine Pisser. Hab sie! Und jetzt? Bist du dir sicher? Blockieren! Alles klar! Was war das denn? Bin ich ja wirklich mal gespannt, wo die hier sein soll. Einfach alles so rumliegt. Ich glaube, wir sind tot. Wir wissen es nur noch nicht. Guckt euch das an, das ist... Wann haben wir jemals so viel Munition auf einmal gefunden? Ich glaube noch nie. Wir haben alle kalt gemacht.
Los, mach schon! Los! Hier! Okay, los! Auf geht's! Hey, wow! Wo ist Abby? Sie hat einen Biss! Zurück! Hey, richte das verdammte Ding nicht auf mich! Hey! Abby wollte abhauen! Sie ist bei den Säulen. Den Säulen? Geh runter zum Strand. Nicht zu übersehen. Sie ist bestimmt schon tot. Na los! Meine Theorie geht scheinbar doch nicht auf. Wo steckst du? Happy. Oder vielleicht macht sie da gerade irgendwas und wir retten sie oder so. Keine Ahnung. Naja, wir werden gleich sehen. Ich krepel mich mal hier durch. Schneller. Ich dachte, ich kann nicht schneller. Du. Da hängt sie. Abby? Nee, das ist sie gar nicht. Sie das? Nee. Du bist das. Doch, das ist sie. Was haben die mit ihr gemacht? Scheiße, Abby. Abby ist jetzt doch nicht mehr so brutal, wie wir dachten. Abby.
jagt er sie weg. Die würden uns doch jetzt nicht angreifen, oder? Oh Mann. Kann ich nicht gehen lassen. Ich mach da nicht mit. Okay, doch keine Freunde. Nein. Ich kämpfe nicht gegen dich. Doch, das wirst du. Halt ihn heraus. Du hast sie mit reingezogen. Okay. Ich drücke. Ich drücke. Komm schon! Autsch! Nein. Du hast den Finger ab, oder was? Ja.
glaube ich. Die Finger ab, ich glaube nicht, oder? Wie lange Abby da gehangen haben muss, dass sie so aussieht, wie sie jetzt aussieht. Heftig. Da war ja nichts mehr dran. Dagegen war ja Ellie jetzt ein Kanten. Oh doch, Finger waren doch ab. Eklig. Hätte sie doch einfach zu Hause bleiben können. Ohne jetzt zwei Finger zu verlieren. Oh, ich glaube, die ist ausgezogen. Dina. Ich glaube, die ist wirklich ausgezogen. Die hat meinen Kram einfach hier gelassen. Muss immer auf den Finger achten, voll eklig.
Was trinkst du da? Kaffee. Woher hast du den? Von den Leuten, die hier letzte Woche vorbeikamen. Oh. Es ist mir etwas peinlich, was ich ihnen dafür geben musste, aber... ist nicht schlecht. Ich hatte Seth unter Kontrolle. Ja, ich weiß. Und du musst aufhören, Jesse wegen meiner Patrouillen fertig zu machen. Okay. Dina. Seid ihr zwei ein Paar? Nein. Nein, sie... das war nur ein Kuss. Er hat nichts zu bedeuten. Sie hat... weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Aber du magst sie. Ich bin so dumm. Pass auf, ich weiß nicht, was ihre Absichten sind, aber... sie könnte sich sehr glücklich schätzen, dich zu haben. Du bist so ein Arschloch. Ich versuche gar nicht. Ich hätte in diesem Krankenhaus sterben sollen. Mein Leben hätte einen scheiß Sinn gehabt. Aber das hast du mir genommen. Wenn ich von Gott eine zweite Chance für diesen Moment bekäme, würde ich es wieder genauso tun. Ich weiß nicht, ob ich dir das hier verzeihen kann. Aber ich würde es gern versuchen. Das wäre schön. Sieht sich. Ja. Heftig. Thank you.
Naughty Dog. Scheinbar Ende. Tja, was soll ich sagen? Megaspiel? Ich glaube, mehr braucht man dazu nicht sagen. Anfangs ein bisschen enttäuscht gewesen, dass Joel so früh gestorben ist. Ich finde es auch immer noch nicht klasse, dass er so früh gestorben ist und dass er jetzt wahrscheinlich tot bleibt, tot ist, tot sein wird in die Zukunft, für die Zukunft. Hätte mir vielleicht sogar gewünscht, dass nach dem ersten Treffen mit Abby Schluss ist. Also als sie sagt, komm mir nie wieder unter die Augen, ansonsten töte ich dich. Da hätte vielleicht Schluss sein können. Hätte ich definitiv gut gefunden. Aber ja, so wie es jetzt ist, ist es auch okay, dass sie jetzt noch zwei Finger verloren hat und absolut unnötig, finde ich. Auch, dass man Abby da noch so hängen sehen hat, so, weiß ich nicht, das war so ein bisschen dran geklatscht da irgendwie, damit noch was kommt, so. Für mich hätte danach Schluss sein sollen, nachdem sie gesagt hat, in den Theater, wisst ihr, was ich meine? Nachdem man sich geboxt hat, ihr die Fresse eingeschlagen, das Familienleben war da. Danach hätte Schluss sein sollen, wirklich. Danach die Endszene mit Joel hier. Perfekt. Hätte mir vollkommen gereicht. Ich kann es nicht ändern, ich will gar nicht meckern. Das ist Meckern auf hohem Niveau, ist trotzdem ein geiles Spiel. Macht absolut Spaß. Ja, was soll ich sagen? Anfangs total skeptisch wegen Abby, dass ich auch Abby spielen muss. Aber dann fand ich... Ja, das, was man mit Abby gespielt hat, war eigentlich ganz cool. Auch so ein bisschen ihre Geschichte kennengelernt. Das war gut. Sie ist ja nicht von Grund auf böse oder falsch. Sie hat sich auch letztendlich nur durchgekämpft. Joel hat ihr Vater getötet. Ich glaube, jeder wäre da so ein bisschen auf Rache aus. Wenn man ihn dann auch noch zufällig trifft, weiß ich nicht, ob man da so die Nerven behalten kann. Nichtsdestotrotz, es ist jetzt auch vorbei. Wir haben das Ende erreicht. Ich weiß nicht, wie es mit dem dritten Teil, falls es einen geben wird, weitergehen wird, soll. Weiß ich nicht. Macht ja eigentlich keinen Sinn mehr, Spiel ist Ende jetzt. Ich meine, jetzt so komplett die Reihe müsste Ende sein, was soll man noch machen? Ja. Ansonsten, macht euch selber ein Bild, zockt es selber. Fühlt das Spiel wirklich. Ende. Lasst mir was da. Ich bedanke mich bei allen fürs Zugucken. Ich bedanke mich bei den Entwicklern, Naughty Dog, alle, die mitgearbeitet haben, alle Namen, die hier auftauchen, habt ihr super gemacht. Ja, danke für ein tolles Spiel. Danke euch fürs Zugucken. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Wir spielen, was auch immer das sein wird. Weiß ich aktuell nicht. Ich kann auch nicht sagen, was aktuell auf meinem Kanal läuft, weil jetzt gerade heute bei mir der, warte, ach, kann ich jetzt nicht gucken, auf jeden Fall, der neunte, siebte ist, ihr guckt die Folge aber gerade am 20.09., also zwei Monate, ich bin der Vergangenheitsspieler hier, ja, was soll ich sagen, lasst mir was da, wenn ihr Bock drauf habt, passt auf euch auf, bleibt gesund, unterstützt die Entwickler, kauft euch Spiele, damit das Ganze hier nicht zu Ende geht und wir weiterhin Spaß an sowas haben dürfen. Ja, ich lasse jetzt mit den Credits alleine, vielleicht kommt noch eine Endszene, ich weiß es nicht. Würde mich aber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst mir was da, schenkt mir ein Abo, einen Daumen nach oben, schreibt mir einen Kommentar, nett oder nicht nett, wie ihr möchtet. Ich muss schlafen. Bis dahin. Ciao, ciao.
Churchyard.
I'll drop this cross of self-denial and go singing home to God. I'm going there to see my Savior. I'm going there no more to roam. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over home. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over home. I'm just a going.